Was Kasim hinter sich hat, haben sie noch vor sich. In dieser Turnhalle des Schulzentrums in Backnang sind 100 junge Männer einquartiert. Flüchtlinge aus Gambia, Nigeria und aus dem Kosovo. Vor kurzem angekommen. Dem Rems-Murr-Kreis wurden mehr Flüchtlinge zugewiesen als erwartet, heißt es aus dem Landratsamt. Und der Immobilienmarkt im Großraum Stuttgart sei völlig überteuert und leergefegt. Für 3 Monate müssen sie nun hier bleiben, dann sollen andere Unterkünfte bereitstehen. Good morning, guys. It's better here. That you play together. Nabil El Tourlouni ist hier so eine Art Mädchen für alles. Der Sozialarbeiter kümmert sich um die Flüchtlinge. Hey guys, you wanna play a real football today? We have to. Und er sorgt dafür, dass die Stimmung in der Halle nicht kippt. In der Halle, die Stimmung ist nicht wie normale Unterkunft. Die Stimmung war nicht, vom Anfang an war nicht so gut. Aber da ist die Situation ist so, aber langsam verbessert sie sich. Die Leute erwarten, dass es irgendwann wird eine Umverlegung in normaler Unterkunft. Und das sollte bald geschehen auch. Das heißt, die Leute verstehen nicht so richtig, warum sie jetzt im reichen Deutschland in der Turnhalle sind? Ja, da war es schwierig, dann zu erklären. Aber die Situation hat man dann öfters und immer wieder geklärt. Hi. Die Halle ist mit Plastikfolien in Parzellen abgetrennt. Jeweils 8 Flüchtlinge leben hier auf engem Raum. Viele verschlafen den halben Tag, es gibt nichts zu tun. Der Sozialarbeiter nutzt jede Gelegenheit, um mit den Flüchtlingen ins Gespräch zu kommen. Aber nur wenige wollen oder können über die Gründe ihrer Flucht sprechen. Und warum sind Sie jetzt gekommen? Wir sind gekommen für ein besseres Leben, weil dort läuft leider nichts. Ich habe 3 Kinder, die musste ich erhalten. Keinen Lohn mit 250 Euro. Du gehst einmal irgendwo in ein Geschäft und kaufst mit 100 Euro gar nichts. Und Sie sprechen so gut Deutsch, woher können Sie das? Ich war in Österreich auch als Asyl. 11 Jahre habe ich gelebt. Die haben mich dann abgeschoben nach 11 Jahren. Habe ich eine Berufsschule gelernt als Gaswasserleitungsinstallateur. Jetzt bin ich hier, um zu arbeiten, wenn das möglich ist. Der Kosovare könnte sofort als Handwerker arbeiten, wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit abgeschoben. Der Frust ist groß. Es kochen ungefähr um die 60 Albaner, glaube ich. Was Das haben wir geteilt, die Küche. Einer für die Afrikaner und einer für die Albaner. Und hier die Albaner sind 60 Albaner. Genau. Und die andere Seite sind 40 Afrikaner. Okay, 20. Ja, das ist, da muss man schon ganz schön koordinieren, oder? Um das hinzukriegen hier. Ja, leider. Deswegen schaut es auch so aus. Ja, weil jemand putzt nicht. Das heißt, normalerweise sollte jeder sein Dreck mitnehmen, aber. Er hat mir gesprochen darüber heute Morgen. Putzplan klappt nicht. Manchmal so kommt oder sowas, wenn jemand ein bisschen wütet oder so. Da kommt es zu Schaden ganz schnell. Die Löcher in der Wand kommen von Aggressionen. Mhm. Ja, von Wut her zum Beispiel, weil die Leute, die denken, warum bin ich so lang hier und so. Und dann ist er beim Kochen und haut hier drauf, aber damit erreicht er auch natürlich nichts. Gleich nebenan die Küche der Flüchtlinge aus Gambia und Nigeria. Es ist der einzige Raum, in dem es Strom gibt. Sie treffen sich hier, um Musik zu hören und um ihre Handys aufzuladen. Die Turnhalle in Backnang. Sicher nicht dafür gedacht, um 100 Flüchtlinge zu beherbergen. Doch im zuständigen Landratsamt sind das nicht die einzigen Sorgen. Ständig kommen neue Zahlen auf den Tisch. Landrat Johannes Fuchs informiert sich über die aktuelle Entwicklung. Haben Sie schon in etwa eine Perspektive, was wir noch bis Ende 2015 an zusätzlichen Räumlichkeiten aktivieren müssen? Prognosen sind ja extrem schwierig, weil wir immer nur sehr kurzfristig Zahlen bekommen. Aber wenn wir jetzt von den momentanen Zuweisungszahlen ausgehen, dann fehlen uns noch circa 500 Plätze für dieses Jahr. Hier rechnen Sie also mit mindestens 500 weiteren Flüchtlingen. Wo die unterkommen sollen, weiß niemand. Geeignete Immobilien sind rar und teuer. Trotzdem soll die Unterbringung in einer Turnhalle die Ausnahme bleiben. Ich habe das aber auch nach außen so kommuniziert, dass das nur eine Übergangslösung ist und dass wir uns darauf konzentrieren, im Mai diese Unterkunft in der Sporthalle wieder zu liquidieren und diese jungen Menschen aus dem Kosovo, aus Nigeria und Gambia dann anderweitig beherbergen werden. Und klappt das? Ist es realistisch? Werden die im Mai umziehen? Es ist mein Ziel. Ich habe dazu auch mich nach außen entsprechend verpflichtend erklärt. Aber es ist eine Herausforderung.
Das haben sich die Flüchtlinge anders vorgestellt. Warten, nichts tun und wieder warten. Dazu der Lärm und die Enge in der Halle. Man merkt ihnen die Anspannung an. Sich zurückziehen, mal ein paar Minuten allein sein, ist hier unmöglich. Außerdem hat es sich unter den Flüchtlingen aus dem Kosovo herumgesprochen, dass sie kaum Chancen haben, in Deutschland zu bleiben. Es sind ja mehr als die Hälfte jetzt, die hier in der Turnhalle sind, Kosovo-Albaner. 60% von denen sind Kosovo-Albaner. Das heißt, die müssen größtenteils damit rechnen, dass sie bald wieder zurückgeschickt werden? Genau, und das ist schwierig, finde ich. Also, wenn es schnell verfahren wird, dass die Leute, das ist auch die fangen an, ein Stück Integration bei uns. Also von unserer Seite, da ist so viel Arbeit investiert und so viel Geld investiert. Und die Leute haben die wirklich nichts davon, weil nachher werden abgeschoben. Fußball als Zeitvertreib. Der Sozialarbeiter hat ein kleines Turnier organisiert, Grillfest inklusive. Die Flüchtlinge sollen wenigstens für ein paar Stunden ihre Situation vergessen. Doch niemand hier weiß, was wird, wie es weitergeht. Die Flucht aus der Heimat, all die Strapazen. War am Ende alles umsonst?